So, Kamera läuft, Make-up steht. Hallo Freunde, Kameraden und Abonnenten, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal No Coffee, No Worky. Gut Leute, ich habe das Kamerone-Fest gut überlebt, befinde mich noch ein bisschen, ich gestehe, im Rausch der Traditionen, aber jetzt ist wieder gut, jetzt legen wir wieder los. Lassen wir den normalen Alltag wieder einfließen bei mir im Leben. Gut, gestern habe ich einen Clip rausgehauen für euch. Da ging es um unter anderem auch um die Olympischen Spiele in Frankreich, in Paris. Und ich habe gesagt, dass wir diese Olympischen Spiele auf jeden Fall, koste was es wolle, durchführen müssen, weil wir uns nicht vom Bösen, vom Hauch des Bösen besiegen lassen dürfen. Nein, das darf nicht geschehen. Wir dürfen uns nicht einschränken lassen in unserer Freiheit. Lachen, tanzen, singen, hurra, die Gams aus Koch, die Welt, das ist unser Leben. Ja, Schweineschnitzel essen, ein Bier trinken oder einen Kaffee, ja, das muss drin sein. Und wenn die Bösen meinen, sie könnten uns in die Suppe spucken, negativ, das können sie nicht. Aber ich sehe für die Olympischen Spiele, wie auch für die WM in Deutschland, haben wir nicht bald eine WM, bin ich schlecht informiert, zwei ganz große Gefahren. Und auf diese Gefahren möchte ich heute aufmerksam machen. Die erste Gefahr, die beginne ich mal mit einem kurzen Auszug aus meinem Buch Terror im 21. Jahrhundert. Ich habe damals berichtet über das Ebola-Virus und ich habe gesagt, dass der große Verteiler von diesem Virus der Frankfurt International Airport sein könnte. Stellt euch vor, irgendein Mensch aus Afrika, dort in den Ländern, wo eben das Virus, das Ebola-Virus grassierte, steigt in den Flieger, ja? Frankfurt Airport. Dort trinkt er einen Kaffee, macht Shake-Hands mit Brüdern, geht ins Restaurant, geht durch den Security-Check und so weiter und so fort. Innerhalb von Minuten Schnelle haben Hunderte von Menschen dieses Virus und geben es gleichzeitig weiter. Dann steigen sie ein in ihre Flieger und fliegen nach Hause, nach Schweden, nach Norwegen, nach Deutschland, in die Ukraine, nach Russland, nach Italien, ja, nach Indonesien, nach Bali, nach Thailand. Und ich erspare mir den Rest. Und das macht, dass das Virus fast gleichzeitig überall weltweit auftaucht. Jetzt haben wir die Olympischen Spiele in Paris, Frankreich, Paris. Jetzt stellt euch vor, irgendein Mensch mit bösen Absichten nimmt so eine kleine Ampulle. Und in der Ampulle sind Viren drin. Er geht ins Stadion. Ein Stadion, da wo eben tausende von Menschen sind, meinetwegen bei der Eröffnungsfeier, nimmt die Ampulle, ja, und lässt sie klammheimlich fallen. Das Virus entweicht. Drumherum in einem Radius von 100 Metern stehen Menschen aus, ich habe es gerade genannt, aus Deutschland, aus Schweden, aus Norwegen, aus Italien, aus Indonesien, aus Bali, aus Thailand, aus Afrika und ich erspare mir den Rest. Was haben wir dann? Dann haben wir eine große Katastrophe, weil diese Menschen, die das Virus dort aufschnappen, ja, die vom Virus betroffen werden direkt, die treffen wieder andere Menschen in dem gleichen Umfeld. Abends gehen sie raus in die Bars, in die Kneipen, am Flughafen, zum Bahnhof, in die Metro. Paris ist ja, da hast du ja tausend, hunderttausende von Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und dann ist das Ziel erreicht. Was passiert dann? Unsere Worte wären dann würden dann irgendwann wieder durch ein Stück Stoff gefiltert werden. Und den Rest kennen wir. Den Rest kennen wir von den Jahren 2019, 20, 21. Und das ist für mich die größte Gefahr während dieser Jeux Olympiques, während dieser Olympischen Spiele in Paris. Ampulle, Virus, Widespread, hurra, die ganze Welt kostet die Welt. Und irgendwann ruft dann irgendein Intelligenter was aus? Einen halben Plan. Was meine ich wohl damit? Einen halben Plan. Ja? Halb auf Französisch heißt demi. Jetzt könnt ihr weiterdenken, wie eure Nase lang ist. Richtig? Also, große Gefahr Nummer 1 während der Olympischen Spiele in Paris. Verteilung eines Virus.
widespread. Und unsere Worte werden wieder durch ein Stück Stoff gefiltert. That's the point. So, liebe Leute, ich trinke mal einen Schluck Kaffee und dann erzähle ich euch von der nächstgrößeren Gefahr, die mindestens genauso brutal sein kann. Ja? No coffee, no working. Ehrlich, dieser Kaffee. Die nächste Gefahr für mich wäre, das steht vielleicht auf jeden Fall gleich auf mit dieser Virusgefahr, ein Attentat. Ein Attentat mit einem Sprengstoff. Sprengstoffattentat. Ja? Und ich spreche jetzt nicht irgendwie von einem Attentat, das irgendwelche, meinetwegen, Leute vom IS starten, sondern ich spreche von einem Attentat, man kann sagen, ein Anschlag unter falscher Flagge. Ja? False Flag Attack. Das heißt, irgendwelche Menschen, irgendwelche bösen Menschen nehmen ein kleines Köfferlein, Sprengstoff drin, rein in die Stadien. Es gibt Mittel, da durchzukommen. Die kennen schon die Wege, wie man das am besten macht. Und dann geht's los. Wie damals Bataclan. Hunderte von Opfern. Und nicht mal 2 Minuten nach Beginn von diesem Attentat wären sich alle Geheimdienste und die ganze westliche Presse sicher, die da drüben waren, die aus dem Osten, die, die den Krieg begonnen haben. Ja? Also, Attentat unter False Flag. Wahnsinn. Und dann, by the way, die nächste Möglichkeit, so ein Attentat durchzuführen, das wären Drohnen. Und wer jetzt sagt, der Himmel über Paris sei sicher, der täuscht gewaltig. Guckt mal nach Deutschland rüber. Da fliegen teilweise über Kasernen Drohnen. Drohnen, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen. Sind es Drohnen von den Amerikanern? Sind es Drohnen von den Russen gar? Ja, der Putin ist schuld. Putin ist schuld. Oder sind es Drohnen vom Inlandsgeheimdienst? Keiner weiß das. Angeblich weiß das keiner. Sicher ist, es fliegen Drohnen über Bundeswehranlagen. For whatever reason. Das heißt, so eine Drohne, gut bestückt, könnte gerne, gut und gerne, über die Zeremonie der Einweihungsfeier von diesen Jeux Olympiques fliegen. Also, das wären für mich die großen Gefahren. Einmal ein Virus, widespread, weit hinausgetragen in die Welt, durch eben der Verteiler hier in Paris bei den Jeux Olympiques. Und das zweite wäre ein Attentat, aber nicht um des Attentat willen, sondern um zu sagen, die waren's, False Flag, Attacke, jetzt müssen wir angreifen. Noch mehr Sanktionen, noch mehr Bewegungen, Truppenbewegungen, noch mehr Aufmerksamkeit diesen bösen Burschen aus dem Osten. Ja? Das könnte passieren, dass das natürlich alles im Augenblick im Raum steht, wie eine Fiktion, weil es aus meinem Mund kommt, das ist klar. Aber ich habe euch darauf aufmerksam gemacht. Radigams, was kostet die Welt? Nachdenken. Wir leben in einer Zeit, in der alles möglich ist. Wir leben in Zeiten, in denen nichts mehr unmöglich ist. Wir haben alles gesehen. Das hat 2019 angefangen und ist bis heute noch nicht durch. Wir haben alles gesehen, von links nach rechts, von oben nach unten. Ja? Wir haben alle Farben gesehen, alle Farben, ja? Auch die Regenbogenfarben. Ja? Und heute irgendetwas auszuschließen und sei die Idee noch so verrückt, das ist unmöglich, unmöglich. Mit diesem Statement, mit diesen Aussagen verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch allen Gesundheit. Ich wünsche uns allen Schutz, Sicherheit und Frieden. Mein Motto ist, Krieg ist scheiße. Amitié légionnaire. Euer Thomas Gast. Ich melde mich ab und bin dann mal weg. Danke fürs Zuhören. Danke für die Zeit, die ihr mir schenkt. Bis bald.